Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Valheim. Der Mike ist natürlich auch mit am Start. Hallo. Wir haben ein Boot, in dem Boot ist ein bisschen Eisen drin. Wir haben aber noch mehr Eisen, oder? Ja. Wo muss man das denn einsammeln? Hier drüben wahrscheinlich, oder? Ich glaube, hier war noch mal irgendwo eine und hier ist auch noch eine Krypta. Gut, dann würde ich nämlich sagen, wir fahren mit dem Boot hier hin, damit wir das Eisen da einsammeln können und die Krypta dann vielleicht auch noch ab mitnehmen können. Das Problem ist, der Wind ist uns nicht unbedingt hold dafür. Hast du Mutti nicht? Ne, ich habe die Königin gerade drin. Also ne, der Wind ist einigermaßen okay, aber sobald wir jetzt gleich hier rumlenken müssen, und das müssen wir leider, müssen wir paddeln. Was kannst Ah. du hier machen? Was? Wir müssen nur an dieser kleinen hier vorbeikommen. Wenn wir an der vorbei sind, dann können wir wieder ein bisschen nach links und dann haben wir, glaube ich, schon wieder den Weg. Weil wir sind ja immer noch im Sumpf, um immer noch das Eisen da zu snacken, damit wir das Dach oder dass der Mike das Dach so bauen kann, wie er will und nicht höhentechnisch eingeschränkt ist. Ja. Und Mike, hier ist wesentlich weniger, wesentlich mehr Land, als ich dachte. Da ist ja noch eine Oh. Ebene dran. Ja, ich fahr dann mal da durch, I Ja, guess. normalerweise sollte vielleicht hier irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber So. wenn du Pech hast, zieht sich die Ebene bis hier unten hin, ne? Nein, das macht die nicht. Die geht hier gleich. Kommen wir da durch. Das sieht auch gut aus. Ich würde klein. Nein, macht die einfach nicht. Okay, macht sie nicht, gut. Macht sie nicht, Mike. Wir sagen das jetzt einfach und dann macht die das auch nicht. Nee, macht sie nicht. Macht sie nicht. Nö. Nee, deswegen, wir haben noch eine Krypta, die wir leer looten können. Mindestens eine. Guck mal, Schweine im Wasser. Bis Schweine. Und ansonsten müssen wir nur noch das Eisen einsammeln. Das sieht doch gut aus. Hier sind wir schön durchgekommen. Können wir auch direkt hier rüber ins Grasland eigentlich. Voll gut. Können theoretisch hier rüberlaufen. Und über uns direkt der Riesenbaum. Oh. Oh. Der Riesenbaum. Ja, das sieht doch so aus, als könnten wir da gleich irgendwo zumindest näher ran. Ja, es scheint hier einiges an Welt zu laden gerade. Mal rechts von uns, links von uns ist ein Dorf. Wollte gerade sagen, ja, links, das sehe ich. Immer wenn wir noch Platz haben, dann können wir noch ein bisschen Schwarzmetall mitnehmen. Hallo Dorfbewohner! Wir kommen Hallo. vielleicht vorbei. Okay, Todeskito und ein Berserker. 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 Njong. Autsch. Okay, das arme Boot. Ja, ne? Muss ja auch irgendwo da lang fahren. Kann ich ja jetzt auch nicht ändern. Nicht? Nee. Einfach nee. Nee. Das Schöne ist, ich bin wieder trocken. Ich auch. Und gleich platsch, wieder nass. Ja, kommt drauf an, wie wir vom Boot absteigen. Wenn wir das vorsichtig und mit Bedacht machen, dann könnten wir auch trocken im Sumpf ankommen. Also nicht, dass wir dann direkt eh wieder nass sind, wenn wir im Sumpf sind, aber weil gefühlt kommt man nicht durch den Sumpf durch, ohne ab und zu mal ins Wasser zu hüpfen. Ozean! Ja, sieht doch gut aus. Wir sind perfekt durchgekommen, wie wir es prophezeit haben. Ist nur die Frage, wird bis hierhin fahren, wo entsprechend da natürlich auch der Ping ist. Und schon aufgedeckt. Ui! Gut, ich sehe die Krypta halt nicht, die hier ist, weil da kein Punkt ist. Hier hast du Ja, ja bestimmt. alles gut, genau. Fischis! Hui. Soll mal ein bisschen langsamer werden. Eindrehen. Guck mal, uns erwarten sogar schon zwei Skelette. Richtig, ich sehe noch gar keine. Ah, da drüben. Und Hier ein rechts? Blutegel, den sollten wir auch wegmachen. Tschüss. Nein, Egel. Oh. Das, ja, das, also, ne, ich weiß jetzt auch nicht, was da mit dem Boot passiert ist. Wir brauchen erstmal ein bisschen Holz. Irgendwer hat unser Boot beschossen. Irgendwer. Warte, es ist Holz im Boot. Es ist Holz im Boot. Halt, stopp! Es ist Holz im Boot. Es bleibt alles so, wie es ist.
90 ja, dann, Stück sogar. Dann bau du doch mal kurz eine Werkbank. Dann kann ich hier instant reparieren. Bah. Wieder ziemlich möglich. Ah, da hat er doch schon eine gebaut. Hallo. Ich wollte ihn eigentlich beschießen, dann dachte ich so, während ich springe, ich kann im Sprung ja nicht schießen. So, hier drüben ist auch direkt diese erste Krypta. Ach ja. Alter. Keine Ausdauer mehr, halb vergiftet. Krepier ich an so einem Blutegel noch. Halb tot. Ja, ist halt so. Wie war das? 30 und 9 kann ich mitnehmen. Das hat er sich gut gemerkt, der Mike hier. Nee, ist sogar... Ja. Ach, weil ich jetzt auch noch Steine einstecken habe. Nee, hä? Was habe ich denn noch so schweres einstecken? Ja, weiß ich nicht, Mike. Weiß ich einfach nicht. Ach, das Holz. Scheiß Holz, ganz ehrlich. Wenn jemand anderes benutzt das. Nehme dieses Eisen und bin überladen. Mach ich erstmal scheiß Holz raus. Noch mehr scheiß Holz. Scheiß Flug, brauchen wir jetzt auch nicht. Okay, es klappt auch nicht mit dem Eisen. Ich kann meinen Flug wieder mitnehmen. Sieht zwar aus wie eine Mistgabel, aber ist ein Flug. Piu! Wären wir schlau, würden wir jetzt direkt eine Markierung machen, wo unser Boot ist. Nicht, dass wir wieder mal ein Boot verlieren. Na, wir haben es ja nicht verloren. Wir wussten ja, wo es ist. Es war ja noch nicht mehr da, das stimmt. Ich habe direkt beim ersten Mal, als ich aufgebrochen bin, um zu gucken, wo es ist, gewusst, wo es ist. Ja, ja. So, und wieder das zurück und noch mehr Eisen holen. Aber ich glaube, das ist gut, dass wir diesmal so viel Eisen direkt mitnehmen und nicht irgendwie immer so ein Stack und dann nach Hause rennen und überhaupt. Ich meine, der wird wahrscheinlich auch wieder in Sekundenbruchteilen leer sein, so wie ich uns kenne. Aber, ja. So, die Krypta hatten wir ja komplett gelootet, ne? Ja, steht dran, lootet Krypta, also muss sie komplett gelootet sein. Ich würde nie Dinge irgendwo hinschreiben, wenn die nicht stimmen. Deswegen, ne? Muss man sich da ja keine Sorgen mehr machen. Hui! Ja, langsam wird's hier eng. Aber ist noch genug Platz für mehr Eisen. Also da müssen wir uns noch nicht zurückhalten. Und hier ist noch irgendwo eine Krypta, hast du gesagt? Mhm. Da, wo jetzt mein Ping ist. Okay. Ich laufe einfach geradeaus. Da tropft irgendwas, aber jetzt sehe ich den Blob. Ich weiß ja nicht, was hier mit den restlichen Sachen ist, die hier in den Truhen drin sind, ob wir die jetzt auch noch mitnehmen oder nicht. Ich würde es am Ende alle eigentlich noch einsammeln wollen. Weil, ne, ist ja schon nicht unbedingt Dinge, die wir brauchen, aber stellenweise halt schon. Und mein Salat ist alle. Warte, ich hätte hier noch einen Salat für dich, wenn du brauchst. Guck mal, zwei lecker Salate. Lecker Salätchen hier. Da drüben springt was Grünes durch die Gegend. Sehe ich nicht. Ich auch nicht. Das nochmal üben, wa? Aber echt, ey. Hier drüben ist die Krypta. Ja, da ist sie. Bombardemo! Oh, ich hatte gerade zwei Schlundegel hinter mir. Warum schießt du nur auf die Distel? Ich wollte die Distel mal zeigen, so nicht. Oh, ich hab deine Verfolger mal beseitigt. Schießt du erstmal auf eine Distel. Naja, der Distel, ne? Die hat mich komisch angeguckt. Da wollte ich mal direkt reinschießen. Ach so. Nicht mit mir, ihr Distel. So nicht. Spitzhacken Level 33. Du hast eine Spitzhacke? Ja. Ich mach das mit meinen bloßen Händen. Wie ein echter Wikinger. Ja, da muss ich auch nicht wundern, warum die ganze Zeit deine Hände wehtun. Ach so. Was ein bisschen das Problem ist, ich habe keinen Buff. Nee, ich auch nicht. Das ist eigentlich sehr unangenehm.
Ey, Yogi, hier ist eine Truhe. Da ist Eisen drin. Mike, in der Truhe ist Eisen drin. Ich sag's dir. Ey. Ja. War Eisen drin. Ja. Sehr schön. Habe ich ja auch gesagt, ne? Wusste ich ja. Wusste ich ja. Genau 14 Stück. Na, ist auch super. Ah, da oben. Aber da kommen wir, glaube ich, eh nicht dran. Außer wir stellen uns so hier hin und hauen da nochmal. Geht doch. Kam nochmal ein Eisenschrott raus. Hat sich also gelohnt. Dann gehen wir mal noch hier geradeaus. Oh, drei Eisen. Ich habe schon drei Eisen gefunden. Sehr erfolgreich. Ja, ja. Hallo? Oho. Ja, ist ein Knochen mitten im Weg. Ah, kein Platz im Inventar. Ja, das Problem kenne ich. Altbekanntes Problem. Na, ja, buddeln wir uns halt weiter durch den Schlamm. Den Knochen können wir ja auch irgendwann anders mal einsammeln. Wenn wir eh nicht tun. Oder wir schmeißen einfach mal die neuen Knochen raus, dann können wir die alten Knochen mitnehmen. So, ich frage mich, was schneller geht, nach Hause zu rennen, beziehungsweise zu dem Portal und von da aus, ne, zu teleportieren. Oder, und halt den Buff dann holen. Oder hier einfach akzeptieren, dass man den Buff nicht hat und, ja, nach und nach hier. Ich schmeiß jetzt mal die Knochen raus, die braucht echt kein Mensch. Lieber den alten Knochen. Wir können auch den Schlundegel-Trophäe rausschmeißen, die braucht auch kein Mensch. Ich meine, wir können einen gruseligen Schlundegelraum machen, der nur aus Schlundegel-Trophäen besteht. Aber ich wüsste jetzt nicht warum. Ich warte auch nach wie vor drauf, dass uns die Brüder mal wieder angreifen. Könnte gut sein, wenn wir das nächste Mal zu Hause sind, dass das passiert. In der Hause? Hey, bin ich da Hause, kommen die Brüder. Mach mich kaputt, Junge. In der Hause, Digga. Ja, scheiß mal auf den einen Harz. Ich nehme lieber die gelben Pilze mit. Da Hause kommen die wahren Brüder, Alter. So schaut's nämlich aus, Alter. Alter. So. Mal, wo habe ich denn jetzt hier diese drei Steine her? Hey, hier ist eine Truhe, Mike. Was ist drinne? Nächstes ist die Truhe, die du schon gelootet hast. Ah, waren bestimmt nur noch Pfeile drinnen, ne? Ja, die waren schon noch drin. Ich bin gerade zu dir rüber, weil bei mir nichts mehr ist. Ah, ja, bei mir ist noch sau viel. Ja, deswegen. Ich bin hier schon munter am Abbauen. Aber hier im ersten Raum, der Matschhaufen, dahinter ist nichts außer Steinwand. Und den kriege ich da oben, glaube ich, nicht mehr ab. Und nochmal. Nee. Von hier aus? Nee. Gut, dann halt nicht. Hey, hier geht's ja geradeaus. Nochmal so ein langer gerader Gang wie bei mir drüben. Super. Super schön ist das. Ja, ne? Ein Eisenschrott. Gönnt mir der Eisengott. Ich höre schon wieder irgendwo so ein Schleimvieh. Ja, ich sehe es auch. Ne, ist glaube ich nur eine Fackel. Ja, doch, da. Da hüpft eins. Hallo! Guck mal, ich habe Feuer gebracht! Und jetzt ist es weg. Einfach verschwunden. Oh, Mike, hier ist eine Truhe. Ich sage Eisen. Du sagst Eisen? Ja, ich habe kein gutes Gefühl, muss ich gestehen. Oh, 17 Eisen. Sag ich doch. Ja, und damit bin ich auch vollkommen überladen schon. Ich würde das mal hier vorne in der Truhe sammeln, wo du dein erstes Eisen rausgenommen hast, quasi. Hoi. Hoi. 30 uralte Rinde nehme ich natürlich auch, ne? Weil, die braucht man für so ein paar Sachen. Nicht oft, aber wenn man sie braucht, ist immer so, oh fuck, ich habe keine. Ich glaube, aktuell haben wir ein bisschen was an Vorrat, aber, ne? Es ist gratis, ich akzeptiere es einfach. Gratis? Gratis, danke schön, nehme ich.
Jo. Kommen wir hier durch? Ja. Noch ein Schlammhaufen. Tipp, 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 tipp. Oh, da geht's aber nicht weiter, oder? Nee. Nee, das sieht sehr zu aus. Ja, haben wir dann etwa diese Krypta hier schon gelootet? Ich gehe davon aus, ja. Ja gut, dann tschüss. Tschüss. Tschüss, Krypta. So, aber ich glaube, wir können nicht alles Eisen auf einmal mitnehmen. Nee, das würde mich sehr wundern. Muss der Ausgang, Hilfe. Ach nein, Spiel. Warum nimmst du denn nicht einfach nur so viel, wie ich tragen kann? Wie wär's denn damit? Okay. So. Dann geht's wieder rüber zum Boot. Ich markiere die hier auch mal tatsächlich als gelootete Krypta. Looted Krypta. Ich würde de facto aber vielleicht doch zum Portal gehen, dass wir die Nacht daheim verbringen und ein kleines Schläfchen machen. Weil erstens hätte ich den Buff gerne und zweitens, ja, so weit sind wir jetzt von dem Portal nicht entfernt, das steht ja hier unten direkt. Da muss ich hin, okay. Ich habe keinen Bock. Eisen bei dir oder? Ich hab's Eisen bei mir, ja. An dem Portal sind ja auch Truhen. Da kann man das ja zwischenlagern. Weil ich habe jetzt nicht so Böcke, dass hier nachts hier, ne, Überfall stattfindet. Und ich lauter Schmerzen habe dann. Können wir vielleicht auch nochmal restocken mit Salaten. An der Salatbar. Gummi-Wikinger hüpfen hier und da und überall. Mist. Ich habe zwar Disteln im Inventar, aber ich dürfte kein gewichtstechnisch keinen Platz mehr haben. Ich meine, ich kann immer noch super gut rennen. Oder vorne ist so eine Riesenschleimmasse. Braucht man einen Invite von dir. Hey Mike, du sollst doch nicht rausfliegen. Na, Spiel dachte sich aber so mal kurz. In Lobby einladen. Sie haben einen Invite. Mhm. Please hold the line. Hey, mein Freund, Trogger. Tschüss. Moment, hier ist gar nicht das Portal. Hey, Trogger, du lebst ja noch. Okay, das war komisch. Da drüben ist das Portal, ja stimmt, am zweiten Dingsda-Bumster. Das heißt auch, ich sollte unten vielleicht mal den Punkt weglöschen, wo 53 dran steht, weil das Portal existiert ja nicht. Das ist ja das Portal hier bei uns, wo wir jetzt gerade davor stehen quasi. Ach, hallo. Mike, dir folgen ein paar Dinge. Feuer! Bekämpft es mit Feuer! Der Mike findet die aber auch immer wieder. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwie ein Gespür dafür, ne? Ja, ist wie so ein Trüffel. Ah, au, Trogger! Mach das doch nicht von der Seite so. Wie so ein Trüffelschwein. Mike, das Monstrositätensucherschweinchen. Pum! Alter, der Sound gerade war ja. Monströls. Ja. So, jetzt noch die beiden Schleimlinge. Ah, oh, da sind ein. Schleimlinge. Ja, das war Autsch. Eben noch eine Schleimmasse. Ja, das sieht doch gut aus. Aber tatsächlich ist hier gar keine Truhe, in der wir das Eisen lagern können, aber das ist ja egal, wir können sie einfach hinschmeißen. Hey Mike, du leuchtest ja grün. Stylisch. Oh, da ist, glaube ich, sogar ein Dings runtergefallen, eine Trophäe. Da liegt irgendwas Großes. Moment, das kann man ja alles kurz mal mitnehmen. Falls es noch ins Inventar passt, weil Eisen ist ja jetzt nicht mehr da. Sprich, gewichtstechnisch ist das ja kein Problem mehr. Hui!
So, war das jetzt eigentlich die letzte Krypta hier oder gibt es noch irgendwo eine Ecke, wo noch eine versteckt sein könnte? Ich glaube, das war die einzige Krypta, die ich jetzt noch gesehen habe. Okay. Dann würde ich sagen, wir pennen jetzt schnell. Schmeißen unser Inventar in irgendeine Truhe einfach rein. Ich nehme immer den falschen Eingang, wenn ich aus dem Portal komme. Holen wir uns auch noch den Buff. Richtig, durch Schlafen gibt es. Gibt es den ja? Aber den kriegen wir durch den Schlafen. Eben. Da bin ich so entspannt, wenn ich geschlafen habe. Jetzt bin ich erstmal nass. Ist gerade ein Vogel durch unser Haus geflogen. Ja, solange nicht auf mein Kopfkissen scheißt, ist das in Ordnung. Aber gut, ich sage an der Stelle auch mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen, 17 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss. Thank you.